wenn Arbeit unzufrieden macht. Der Mann, nennen wir ihn Thomas, ist Anfang 50, seit 11 Jahren arbeitet er als stellvertretender Pflegedienstleiter auf einer großen Herzintensivstation. Er sagt, noch bevor schwerwiegende Fehler passieren, merkt man, dass etwas nicht stimmt. Sein Beispiel: Mittagessen. Ein Patient bekommt mit über einer Stunde Verspätung sein Mittagessen. Er braucht Hilfe beim Essen, kann sich alleine nicht versorgen. Aber weil andere Dinge wichtiger sind, bleibt die Mahlzeit erst einmal stehen. Das ist für sich genommen keine Fehler. Aber meinen Kindern würde ich das nicht zumuten, sagt Thomas. Im Krankenhaus, fügt er bitter hinzu, seien zuerst die Patienten die Leidtragenden. Als zweites würden die Pflegekräfte missbraucht. Wir sind es, die mit unseren schlechten Gewissen klarkommen müssen. Manchmal würde er gerne kündigen, aber als Familienvater sei das nicht so leicht. Auch Sabine, die seit 30 Jahren in der Pflege arbeitet, würde am liebsten etwas anderes machen. Mit 4 Kollegen ist sie zuständig für 45 Betten. In den letzten Monaten waren sie oft nur zu dritt. Sabine brach vor einem Jahr mitten im Dienst zusammen. Kollaps, totale Überlastung. Das war ihr schon einmal passiert. Einige Jahre zuvor auf einer anderen Station. Auf der jetzigen seien die Arbeitsbedingungen lange ganz okay gewesen. Doch die Situation habe sich kontinuierlich verschärft. Sie liebe das Team, mache ihre Arbeit mit Leidenschaft. Und jetzt fürchtet sie, dass genau das ihr Problem sein könnte. Ich bin Perfektionistin, sagt sie, und ich sehe, wenn ich die Arbeit nicht machen kann, die eigentlich gemacht werden müsse. Weil so wenig Personal da ist, das macht mich fertig. Sie haben schon lange keine Zeit mehr, um Patienten gründlich zu waschen. Und das sei noch das geringste Problem. Das ganze System sei nur noch ausgelegt für eine Minimalversorgung. Eigentlich dürfen wir nur in das Zimmer reingehen, Blutdruck messen, Tabletten hinstellen, Pflaster wechseln, rausgehen. Mehr ist nicht drin. Wir haben aber viele alte, schwere, kranke Leute auf der Station, die man komplett versorgen muss. Das können wir nicht leisten, deshalb sind wir froh, wenn uns Angehörige einen Teil der Arbeit abnehmen. Auf unseren Vorhalt, dass ja wohl nur Arbeiten wie beim Essen oder Waschen helfen sein sollten, starrt sie lange ins Leere. So sollte es sein, natürlich. Zwischen den Zeilen ist deutlich herauszuhören, dass es auch für andere Dinge nicht mehr reicht. Situation verschärft sie zusätzlich zur Urlaubszeit oder wenn Kollegen krank sind. Dann muss unter Umständen ein Pfleger 15 oder 20 weiterer Patienten mit übernehmen. Da heißt es hinter vorgehaltener Hand dann schon mal, jetzt könnte von den Standards abgewichen werden. Sabines Gesichte ist eine von vielen, an denen es sich aufzeigen lässt, wie die Zustände in unserem Gesundheitssystem erst Auswirkungen auf die Patienten haben und dann auf die Mitarbeiter. Patienten werden mangelhaft versorgt, Pfleger erleiden einen Zusammenbruch, fallen vielleicht längere Zeit aus oder können wohl nicht mehr in ihren Beruf zurückkehren oder verschärfen so den Pflegenotstand. Was können Mitarbeiter des Gesundheitswesens tun, um nicht in diese Spirale zu geraten? Das Arbeitsrecht sieht die Möglichkeit vor, dass ein Arbeitnehmer selbst eine Überlastungsanzeige machen kann. Damit kann er seinen Arbeitgeber darüber informieren, dass die Arbeitssituation gefährdend für ihn selbst, aber auch für Dritte ist. Ein Instrument, das in Krankenhäusern zunehmend genutzt wird, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Wer den Arbeitgeber über eine akute Belastung in Kenntnis setzt, kann für etwaige Fehler in dieser Zeit schwerlich belangt werden. Konkret hilft das den Überlastenden allerdings nur bedingt weiter. Selbst wer eine solche Belastungsanzeige verfasst, für den ändert sich zunächst einmal nichts. Er muss im Alltag trotzdem irgendwie klarkommen. Denn wie eine Pflegerin resigniert bemerkt, nach so einer Anzeige wird ja niemand Neues hergezaubert. Das Team muss das irgendwie schaffen und wenn dann einer wegen einer Belastungsanzeige vielleicht eine zusätzliche Pause bekommt, muss der Rest das wuppen. Da überlegt man sich schon, ob man sowas macht. Zumal man nie weiß, was das langfristig für Konsequenzen nach sich zieht und ob es einen nicht den Job kosten kann. Trotzdem würden sich die Überlastungsanzeigen auf ihrer Station häufen. Klinikleitung, Ärzte und Mitarbeiter
sollten darin ein Zeichen sehen. Ebenso darin, dass Patienten im Bewertungsbogen über ihren Aufenthalt regelmäßig angeben, dass das Personal hektischer werde und nicht ausreichend erkläre. Für den Mitarbeiter sei dieses Feedback frustrierend, aber unvermeidbar, weil es die Realität wiedergebe. Im Grunde müsste es einen großen Aufstand in der Branche geben. Doch resigniert erklärt die Krankenschwester, wir sind alle so gutmütig. Man übe den Beruf aus, weil man eben irgendwie sozial eingestellt sei und weil man sich täglich einredet, dass doch eigentlich alles in Ordnung sei. Für Pflegekräfte wie auch für viele Ärzte ist klar, kaum ein Krankenhaus macht ein Plus. Trotzdem, trotz der Ökonomisierung in die Kliniken, der einhellende Tenor lautet, die Verwaltung habe nur wenig Einblicke in die medizinischen Abläufe. Gleichwohl werde dort aber bestimmt, wie es im Krankenhaus zu laufen habe. Sabine, jene Krankenschwester, die die Überlastungsanzeige mit einem Kollaps büßen musste, sagt, da fühle ich mich absolut vernachlässigt und verarscht, wenn mir dann einer sagt, ihr müsst noch schneller machen. Der Pflegedienstleiter einer Intensivstation pflichtet ihr bei, wenige Betriebswirte müssten wie das System Krankenhaus funktionieren. Das Einzige, was zähle, sei die Fallzahl. Die Pflege hängt immer vom Etat des jeweiligen medizinischen Bereichs ab und leidet an den Problemen, zu teuer zu sein. Allein aufgrund des notwendigen Personals, er bedauert, dass der Berufsstand der Pflege sich in seinem Unternehmen, wie in der Klinik nennt, nicht positionieren konnte. Gegen die fortschreitende Ökonomisierung habe es keine Widerstände gegeben, keine Gegenargumente im Gespräch. Mit ihm fallen auch die Begriffe Opferrolle und Abwärtsspirale. Der Ökonomisierungsprozess habe vor allem eines mit sich gebracht. Wir dünnen die Qualität in der Fläche aus, um punktuell leisten zu können, was gefordert ist. Sebastian ist Ende 40 und Pflegekraft auf einer Herzstation. Er bedauert, dass man mehr die medizinischen Dinge und die organisatorischen und logistischen Abläufe verwaltet, als dass man sich wirklich ganzheitlich um den Patienten kümmern kann. Seiner Meinung nach ordnen die Krankenhäuser sich zu sehr dem von der Politik und den Kassen auferlegten DAG-System unter. Alles, was diese Unterordnung nach sich zieht, hält er für eine falsche Entwicklung. Erzwungene Fallzahlsteigerung, kürzere Liegezeiten, vor allem auf der Intensivstation. Dem Diktat der Ökonomie folgend, müsse man Patienten schneller auf die Normalstation verlegen. Früher haben wir Patienten noch aufgebäppelt, das ist heutzutage nicht mehr drin. Besonders zu kämpfen hätten seiner Meinung nach kardiologische Stationen, die frisch operierten Herzpatienten aufnehmen müssen. Diese Kranken sind pflegerisch aufwendig. Wenn er mitbekomme, dass von 35 Patienten nur 5 selbstständig auf die Toilette gehen könnten, dann helfe man schon mal auf der kardiologischen Station aus, sagt er. Eine Dauerlösung sei das aber nicht, zu hoch sei die eigene Arbeitsbelastung. Eine Kollegin von der Kardiologie kann da nur zustimmen. Sie sagt, der Stress habe in den letzten 2 Jahren deutlich zugenommen. Wir haben einfach viele Patienten, die direkt von den Wachstationen kommen. Beispielsweise nach Eingriffen an den Herzklappen. Häufig seien zum Beispiel Operationen, bei denen eine Ersatzaortenklappe über die Leiste eingeführt wird. Die frisch Operierten, so schildert sie, blieben einen Tag auf der Intensivstation, dann würden sie bereits verlegt. Diese Patienten können nicht viel, manche sind verwirrt und alle muss man mobilisieren. Und das kostet Zeit. Ihr Fazit ist erschütternd. Eigentlich ist es unmenschlich, was gefordert wird. Das ist nicht zu schaffen. Eine pflegerische Stationsleitung beschreibt einen ganz normalen Arbeitsalltag so. Ich arbeite immer unter Druck. Auf der Station gibt es 45 Betten. Das Telefon klingelt nonstop. Patient A muss zum Röntgen. Patient B bekommt einen Herzkatheter. Muss vorher aber noch ein Langzeit-EKG machen. Wenn ich jemanden zum Röntgen begleiten muss, dauert das. Und ich bin weg von der Station, kann mich also nicht um andere Patienten kümmern. Permanent prasseln Informationen auf einen ein. Nichts darf vergessen werden.
Das alles sei schon sehr dichte. Es klingt, als würde sie sich selbst Mut zusprechen, wenn sie sagt, es klingt mir in der Regel ruhig zu bleiben. Man müsse nach Kräften versuchen, alles irgendwie zum Laufen zu halten. Dass da auch einiges durch das Raster fehle, falle sei logisch. Ich führe oft keine korrekte Reinigung bei den Patienten durch, säubere höchstens Gesicht, Zähne und vielleicht den Genitalbereich. Viel schlimmer als eine solche Katzenwäsche findet. Siehe, dass ihre keine Zeit mehr für Gespräche bleibt. Die meisten Patienten hätten einen großen Redebedarf, müssen schließlich ja auch aufgeklärt werden. Manche fragen mir regelrecht Löcher in den Bauch, sagt sie, und fast klingt es wie ein Vorwurf. Hierzu kämen die besorgten Angehörigen, die sich vor Ort oder über das Telefon ein Bild vom Krankheitszustand des Patienten verschaffen wollen. Angehörige mit ihren berechtigten Bedürfnissen nach Aufklärung oder auch nur einen Anteil nehmenden Gespräch scheinen für viele Pflegekräfte ein echtes Problem zu sein. Nicht wenige klingen genervt, wenn sie darüber reden. Natürlich könne man das Bedürfnis nach Aufklärung verstehen. Aber die Zeit, die sie mit solchen Gesprächen verbringe, fehle ihr bei der restlichen Arbeit, erklärte eine Intensivpflegerin eines städtischen Klinikums. Sie schildert folgendes Beispiel. Auf ihrer Station liegt eine junge Frau, die gerade einen Selbstmordversuch hinter sich hat, mit 50 Pillen eines Antiepileptikums. Hatte sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Nun liegt sie im künstlichen Koma, während Ärzte und Pfleger versuchen, das Gift aus ihrem Körper herauszubekommen. Die Intensivschwester schildert, wie sie der verzweifelten Mutter und der weinenden Schwester der Patientin erklärt, was geschehen ist und wie es weitergeht. Als eine halbe Stunde später auch noch der Bruder der Patientin kommt und ebenfalls nachfragt, verweist sie ihn an die Mutter. Man möge sich doch bitte innerfamiliär auf einen Ansprechpartner einigen, der die Informationen dann weitergeben kann. Ihr Vorschlag stößt auf Verwunderung. Die Familie fühlt sich brüskiert, als der Bruder später noch einmal nachfragt, holt die Schwester genervt die diensthabende Ärztin. So etwas ist nicht toll, aber am Ende bleibt einem nichts anderes übrig. Gespräche mit Patienten und Angehörigen als lästige und unangenehme Pflicht. Berücksichtigt man das Arbeitsaufkommen und die geringe Zahl der Pflegekräfte, ist das verständlich. Da aber auch Mediziner häufig ihre Aufklärungspflicht nur ungenügend nachkommen, zeigt sich gerade hier das Antlitz einer degenerierten Medizin, die nur mehr auf die Technik blickt. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen scheint im Weg zu sein. Den meisten Mitarbeitern des Gesundheitswesens ist dieses Missverhältnis bewusst. Dagegen tun können sie kaum etwas. Viele meiner Kollegen blenden das aus, sonst könnten sie sich nicht mehr im Spiegel ansehen. Die meisten von uns sind mit großem Idealismus in diesen Beruf gegangen. In der Realität, so wie sie derzeit ist, kommt man da schnell an seine Grenzen, sagt eine Intensivpflegerin. Ein Pflegedienstleiter meint lapidar, wo gehobelt wird, da fallen Späne auch im Krankenhaus. Und wenn dann eine Klinikleitung sage, es gebe immer noch zu viel Pflegepersonal, dann sei das ein ganz schlechter Witz. Nur lachen könne darüber niemand mehr. Kranke Helfer. All diese Gespräche belegen die große Unzufriedenheit, die unter Mitarbeitern im Pflegebereich herrscht. Neueste Zahlen einer Studie der Universität Wittenherdecke bestätigen diesen seit Jahren anhaltenden Trend. Befragt wurden 5055 Mitarbeiter des Gesundheitssystems. Mehr als drei Viertel kamen aus dem Bereich der Pflege. Über 40% der Krankenschwestern und Pfleger gaben an, mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden zu sein. Diese Unzufriedenheit ist eine Ursache dafür, dass immer mehr Mitarbeiter und Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen ausfallen. Kurzfristige Krankheitsausfälle sind an der Tagesordnung. Vollzeitkräfte reduzieren auf Teilzeit. Mitarbeiter, die der körperlichen Belastung nicht mehr standhalten, lassen sich versetzen oder früh verrenten. Michael Simon hat in verschiedenen
Arbeiten nachgewiesen, dass seit Einführung der Fauberschalen etwa 35.000 Stellen in der Klinikpflege abgebaut wurden. Zumindest in den ersten Fauberschalen-Katalogen sei der Pflegeaufwand nicht ausreichend abgebildet und deshalb in vielen Krankenhäusern vernachlässigt worden, nach dem Motto, wenn etwas nicht in die Klassifizierung passt, dann wird es wohl nicht gebraucht. Ein anderes Problem, auf das Simon hinweist, ist die unsichere Datenlage zum Personalausfall. Er bestreitet nicht, dass es ihn gibt, aber seit in Deutschland 1996 die sogenannte Pflegepersonalregelung abgeschafft wurde, gibt es kein Bemessungsverfahren mehr für den Personalbedarf in der Pflege. Und wo nicht gemessen wird, da kann nur geschätzt werden. Genau das tun viele Krankenhäuser. Sie kalkulieren mit 5-6% krankheitsbedingten Fehlzeiten. Das ist im Vergleich zu anderen Berufssparten überdurchschnittlich viel. Krankenhäuser haben unterschiedliche Strategien, um mit einem akuten Personalausfall umzugehen. Einige haben einen Mitarbeiterpool, der bei Bedarf angerufen werden kann. Das allerdings wird schwieriger, je mehr Teilzeitkräfte in der Pflege arbeiten. Denn dann führt jeder zusätzliche Dienst dazu, dass Überstunden angesammelt werden, die eigentlich aufgrund der dünnen Personaldecke nicht wieder abgebaut werden können. In vielen Kliniken wird dieses Problem auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen. Sprich, wenn einer ausfällt, müssen die anderen eben noch mehr schuften. Manche Stationen haben auch einen sogenannten Hintergrunddienst eingeführt. Einen Dienst also, der nicht mit pflegerischen Arbeiten betraut ist, sondern sich beispielsweise um die Dokumentation kümmert. Theoretisch wird dieser Dienst von vornherein im Monatsplan als Puffer für den Tag- und Nachtdienst vorgehalten. Er kann daher auch bei kurzfristigen Krankheitsausfällen einspringen, aber schon wenn zwei Mitarbeiter krank sind, kann es eng werden. Außerdem gibt es da noch eine Einschränkung. Wenn die Mitarbeiter ohnehin schon durch Überstunden belastet sind, wird der Hintergrunddienst oft nicht mehr eingeplant. Aus wen wundert es? Kostengründen. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe hat 2014 ein Konzept zur Kompensation von Personalausfällen in der Pflege vorgelegt. Darin wird aufgelistet, wie Krankenhäuser mit akuten Personalausfällen umgehen. Manche Pflegedienstleitung zieht Mitarbeiter gerne mal von einer Station auf eine andere ab. Leiharbeit ist ebenfalls eine Option, allerdings meist nur bei langfristigen Ausfällen. Und auch nur dann, wenn die Klinik die höheren Kosten in Kauf nimmt. Der Berufsverband weist darauf hin, dass selbst das Einspringen von Teilzeitkräften außer tarifliche Überstunden Zuschläge auslöst. Das gefällt vielen Arbeitgebern gar nicht. Wenn Pflegekräfte krank werden oder auf Teilzeit reduzieren, kann sich dahinter auch eine Form der Ausweichstrategie verbergen, um dem Arbeitsstress aus dem Weg zu gehen oder um das, was man heute als Work-Life-Balance bezeichnet, wiederherzustellen. Eine Krankenpflegerin sagt, ich arbeite 3 Tage, dann habe ich mindestens 3 Tage frei. Nur so kann ich die Belastung schultern. Leisten kann sich das in diesem Job aber nur, wer keine Familie zu ernähren hat. Ein normaler Krankenpfleger in der höchsten Gehaltsstufe verdient monatlich brutto maximal knapp 3.000 Euro. Ein Intensivpfleger geht mit etwa mehr nach Hause. Was also tun, wenn das Geld zu Hause gebraucht wird, die Arbeit aber an den Nerven zerrt? Eine Intensivschwester zuckt hilflos mit den Schultern. Jeder geht anders mit Stress um. Die meisten versuchen, das auszublenden. Man will nicht so genau hingucken, nicht bei sich und auch nicht bei den anderen. Augen zu und durch. Eine halbe Stunde später sagt sie, wenn ich es mir recht überlege, dann gibt es schon viele physische Ausfälle. Auffällige. Wir wollen wissen, was sie damit meint. Ja, naja, wir reden schon manchmal ganz schön zynisch über die Patienten. Aber ganz ehrlich, irgendwie muss man das alles verarbeiten. Und die Sprache ist für viele ein Ventil. Zynismus ist ein Aspekt, um
den es in unseren Gesprächen häufig geht. Fast jeder Pfleger kennt einen Kollegen, der zynisch oder sarkastisch ist. Die Grenzen zwischen diesem scheinbar benötigten Ventil und offener Bösartigkeit ist schmal. Diejenigen, die sie eines Tages massiv überschreiten und Gewalt ausüben, zeichnet aber noch etwas anderes aus. Ein Krankenpfleger, der inzwischen den Nachwuchs ausbildet, sagt, in jedem Jahrgang gibt es einige, die nicht geeignet sind für diese Arbeit. Die Pflege nur als etwas Funktionelles ohne Bezug zu einem Menschen sehen. Sie arbeiten ihre Aufgaben ab, betrachten den Patienten als Objekt und interagieren nicht mehr. Das Problem dabei sei, dass nur selten rechtzeitig eingeschritten werde. Selbst wenn es ein Bewusstsein dafür gäbe, dass sich hinter dem, was man offen sehen könnte, viel Schlimmeres verbergen könnte. Nach dem Motto, nur nicht an der Oberfläche kratzen, wer weiß, was dahinter zum Vorschein kommt. Hinzu kommt, wer traut sich schon Dinge auszusprechen, die auf unguten Gefühlen und einer diffusen Ahnung basieren, wegen eines rauen Umgangstons. Allein wird keiner zum Chef gehen. Ein Pflegedienstleiter antwortet auf die Frage, ob er erkennen würde, wenn ein Mitarbeiter aus der Bahn gerät. Schwierig. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass ich so etwas in aller Konsequenz mitbekomme. Stimmung, ja. Wenn jemand mal nicht so gut drauf sei oder in Stresssituationen empfindlich oder patzig reagiere. Aber ob sich mehr dahinter verberge als eine normale emotionale Schwankung, sei sehr schwer herauszufiltern. Zumal in einem System mit ständig wechselnden Schichten, in denen immer andere Teams miteinander arbeiten würden. Ein Pflegemitarbeiter erzählt, schon während seiner Ausbildung habe er Gerüchte über Kollegen gehört, die psychisch gewalttätig gegen Patienten geworden seien. Offiziell gesehen habe das natürlich niemand nicht sehen, nicht hören, nicht handeln. Niemand will gern jemanden anderen Gewalttätigkeit unterstellen, zumal wenn sich das Ganze hinterher als falsch herausstellen sollte. Ein junger Pfleger sagt, wenn ich jemanden fälschlicherweise oder auch nur mit unzureichender Belegen verdächtigen würde, dann könnte ich hier nicht mehr arbeiten. Wie wir noch sehen werden, reichen aber oft auch Fakten und tatsächliche Übergriffe unter Zeugen nicht aus, um einen Mitarbeiter zu stoppen, der nicht mehr zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Im Zusammenhang mit mangelnder Fehler und Kommunikationskultur kritisieren ausnahmslos alle Protagonisten des Systems Krankenhaus, das Fehlermeldesystem CIRS. Die Idee, anonym über Fehler oder Vorkommnisse berichten zu können, sei grundsätzlich nicht schlecht. In vielen Kliniken gibt es entsprechende Meldeboxen, die ausgedruckt oder elektronisch verschickt werden können. Allerdings oft gibt es einfach niemanden, der sich um diese Fehlermeldung kümmert, die bearbeitet und dafür sorgt, dass Konsequenzen gezogen werden. In einigen Krankenhäusern werden nur einzelne Fälle bearbeitet. Das Gros der eingerichteten Meldungen bleibt unbearbeitet. Im Posteingang Ärzte und Pflegekräfte schildern, dass diese Form der Nachlässigkeit und Ignoranz seitens der Verantwortlichen dazu führe, dass im Laufe der Zeit kaum jemand noch eine solche Meldung abschickt. Zu groß sei der Frust darüber, dass Beobachtungen ungehört und damit folgelos blieben. Eine weitere Ursache für das weit verbreitete resignatives Arbeitsklima. Das wiederum dürfte all jene, die Fehler machen, darin bestärken, dass keine Rolle spiele, ob ein Fehler passiert oder nicht. Es interessiert niemanden und einige labile Mitarbeiter, die dann zu Dätern werden, deuten gefangen in ihrer Privatlogik. Die Untätigkeit der anderen und des ganzen Systems als heimliches Einverständnis mit ihren
Taten.